Hey liebe Leute, hallo und herzlich willkommen doch wieder zurück zu Resident Evil 7 Demo. Ich will's wissen, Leute, ich will's ohne Scheiß wissen. Sonst kann ich heute Nacht nicht vernünftig schlafen. Ich will's wissen, was passiert, wenn man dadurch ganz normal durch die Tür rausgeht. So. Aber ich denke mal, das gleiche passieren wie davor, also. Das, wo ich davor aufgenommen habe, von einem halben Jahr. Wird genau das gleiche passieren, bestimmt. Ja. Kann ich die Tür selber aufmachen? Mann, ich bin doch Professional, Alter. Ich bin Professional. Ich bin Zombie fast. Da hinten. Solange ich mir die Scheiße angucke. Surprised if we have to make a change. New plan. We do a walk through the inside first, then we shoot the intro. Just like we always do. Just yes. Try to say the show's name. Just tonight, like okay? We always do. No problem. Tonight. Da kann man nicht hin. Another worthless fucking shithole. Scheiß Blair Witch Project, ey. Jo. Da, komm, macht mal hin, ich brauch den scheiß Schlüssel. Are we rolling? Alright, let's go. Ja, ey, solange der Pisser da sich bemüht, ey, kann ich mir ja noch ein Bierchen aufmachen, oder? Dauert viel zu lang. So. Direkt viel besser. Controller leuchtet rot. PS4-Controller. Na? Fuck me. I was an anchor, you know? We can sub, Pete. Not anchor. What's that? Nothing. Ja. Gleich sind wir da. Gleich sind wir da. Noch ein bisschen die Scheiße hier reinziehen und dann sind wir da. How long do you say this place has been abandoned? 3 years. Clancy, get a shot of this. Let's make a great cutaway. So, Yo. Hillbilly Joe and his family go missing. Not hillbillies, the bakers. Jack and Marguerite Bakes. Dieser Topf gefällt mir. Dieser Topf gefällt mir echt, ey. Son, Lucas. Bad seed, apparently. Ja. Ah, shit! Was hat er denn reingetreten? Was ist denn hier? Das ist doch gar nichts. Ja, doch, irgend so eine Scheiße, ne? Ey, ja, man kann echt nicht dahin, ne? Man kann nicht dahin. So ein Scheiß. Andre! Komm, Simon. Geh mal der Sache nach. Der Sache nach. Ich hab einen Scheißdreck gesehen. Ich bin ein Zombie, Mann. Komm her. Ja, komm her. Komm her. Hör auf zu quatschen, komm her, mach Tür auf. Weil ich kann's nicht. Jo. Leute, als ich heute die PlayStation angemacht hab, ne? What the fuck was that? Ja, Mann. Als ich heute Morgen die PlayStation angemacht habe, ne? Ich meine, ich habe so lange nicht angemacht. Ich habe euch ja erzählt, dass ich Dragon Age Inquisition oder Inquisition gezockt habe, ne? 135 Stunden. Das habe ich ja alles auf der Xbox 360 gezockt, ne? Und da habe ich jetzt hier die PS4 angemacht. Und er hat erstmal die ganzen Updates runtergeladen. Ich musste ungefähr 1,5 Stunden warten, bis ich System-Update runtergeladen habe und installiert habe, bis ich hier das Update für die Demo runtergeladen habe. Dann hab ich noch ein Update für Last of Us Remastered runtergeladen. Du sagst es. Das hat so lange gedauert. Das einzig Gute, also
Ja, ich meine, das ist voll scheiße eigentlich hier mit dieser Warterei und so, diese ganzen Updates, diese scheiß Internet-Kacke. Ich meine, gut ist, dass das Ding aufnimmt, ne? Dass man hier jetzt, dass ich euch hier das alles zeigen kann, aufnehmen kann und speichern kann, ne? You first. Need a nice hero shot of me Ja, coming halt's down the Maul. ladder. So, you first. Ja. Aber diese ganzen Updates, das kotzt mich an, ey, ganz ehrlich. Xbox 360, ich hab das Ding jetzt seit, was weiß ich, knapp einem Jahr oder so, ne? Er hat ein einziges Mal Update installiert, ne? Ja gut, ich meine, das ist jetzt eine alte Konsole, ne? Die 360, da kommen jetzt nicht wirklich Updates für raus, denke ich mal. Kommen auch kaum Spiele für raus. Aber jo. Da muss man halt eben nicht die 3 Stunden warten, bis das Ding abgedatet ist. Ja. Wir wollten ja den Schlüssel holen. Okay. Dann wollten wir drüben raus, gell? Da habe ich mich in Zombie verwandelt. Und schon ist er verschwunden, gell? Mist wie. Der Peter. Schon ist der Peter verschwunden. Na gut. Wow, Mann, schon wieder habe ich mich erschreckt, du Pissteil, ey. So, hier wollen wir. Aber ich glaube, das ist jetzt ein ganz normales Ende, ne? Welcome to the family, son. Der sieht anders aus, der Peter. Der war in den anderen 3 Folgen, was ich hochgeladen habe, der sah anders aus, ne? Ja, das ist jetzt hier dieses Ende, ne? Mit der Psychobraut da hinten. Ja. We gotta get the hell out of here. Ja, okay, Leute, ich glaube hier, das ist das Ende. Ja, hier, der ist er. Oder? Nee, doch, doch, das ist so Psychobraut. Sieht auch ein bisschen anders aus. Ja, die sieht auch ein bisschen anders aus. Ja. Ja, gut. Okay. So viel zum Update von Resident Evil 7 Demo, Leute. Wir werden auf jeden Fall, wenn das Spiel rauskommt, werde ich auf jeden Fall direkt mir holen und wir werden das gemeinsam durchzocken mit euch. Da braucht ihr keine Sorgen zu machen. Ich bin jetzt auf jeden Fall voll dabei. Ich meine, diese Scheiße Inquisition habe ich durch. Ne? Jetzt hält mich nichts davon auf, davor auf, das hier aufzunehmen. Ne? Ja, ich meine, bis dahin machen wir noch ein bisschen Resident Evil Zero. Ne? Mal sehen, wie weit wir kommen. Aber sobald das hier draußen ist, werden wir das auf jeden Fall zocken. Ja. Leute, ich sag mal, bis irgendwann mal, ne? Und ich hoffe, euch hat das gefallen. Das Update von dem Demo. Jo. Hinterlasst auf jeden Fall paar Daumen hoch oder so, paar Likes. Ja, hier, willkommen der Familie. Jo, ist gut. Und jo, schreibt irgendwas in die Kommentare, was ihr davon haltet. Also ich finde das hier ziemlich cool. Also ich meine, es ist nicht, ja, so Resident Evil für mich ist das jetzt eher weniger, aber es ist ein cooles Spiel. Es wird bestimmt ein cooles Spiel sein. Das ist meine Meinung. Jo, schreibt mir auf jeden Fall irgendwas. Macht's gut, Leute. Und wir sehen uns dann irgendwann mal wieder. Tschüss.